Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Runde vom Let's Play American Truck Simulator. Also wir sind heute mal wieder in Amerika unterwegs im ATS und schauen uns mal an, weil es gibt nämlich so ein paar Neuerungen hier an der Stelle. Und jo, damit wir uns die mal anschauen, würde ich sagen, gucken wir doch gerade mal, ne? Also es gibt jetzt eine Public Beta seit ein paar Tagen, wo man dann schon die Features der neuen Version einmal austesten kann. Da fliegt gerade schon ein Flugzeug durch das Bild. Und ja, ich zeig mal ganz kurz, was denn so ein bisschen neu ist. Und dafür gucken wir einfach mal ein bisschen hier rum. Also, wir stehen jetzt hier gerade so an der Garage und wollen eben gleich einen Auftrag annehmen, der eben auch schon teilweise neu sein wird. Denn so die drei Main Features, die dann kommen werden, die dann bald auch implementiert werden, sind zum einen hier, man kann sich jetzt dieses Hintergrunddings da aussuchen. Da können wir ganz kurz gucken, wo war das denn? Schön der Gameplay oder so. Ja, genau, da kann man sich nämlich jetzt mehrere Hintergründe aussuchen. Das ist das Standardding. Dann hat man hier, das finde ich eigentlich ganz geil, so ein Tunnel-Dings und dann bunte Streifen. Ich finde das eigentlich ganz geil. Deswegen nehmen wir mal das und ansonsten gibt es jetzt eben die Möglichkeit, Double Trailer zu haben, also sogenannte Doubles. Die werden wir gleich von einem abholen. Und zum anderen, genau, wurde das Beleuchtungssystem sehr stark überarbeitet. Also das sieht man hier jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Das soll alles aber ein bisschen realistischer, ein bisschen weniger künstlich wirken. Sieht man dann eigentlich ganz gut, wenn man sich mal Screenshots anschaut im Vergleich. So, Dille, wir müssen einmal Fracht abholen. Die ist jetzt glücklicherweise einmal direkt... Boah, ich bin schon ewig nicht mehr gefahren und das ist insofern ein bisschen schwierig, dass man vorne einen etwas größeren, eine etwas größere Schnauze hat als beim ETS. Oder auch bei Bussen oder sowas. So, dann fahren wir da gerade mal irgendwie raus. Beton liegt auf irgendwie. Machen wir mal so ein bisschen Beleuchtung an. Jodele. Das machen wir tatsächlich mal ein bisschen gemütlich, ja, sagte er und fuhr da runter wie ein Henker. Nee, aber geht ja ganz gut. Also wir sind Los Angeles und haben eben schon einen Auftrag angenommen. Ich habe schon mal... Ja, das schaffen wir jetzt noch. Damit wir eben so einen coolen neuen Auflieger haben. Auf einigen Screenshots waren allerdings noch Auflieger zu sehen mit drei Teilen. Also einmal direkt selber auf dem Ding und dann zwei Anhängerdinger dran. Ja, bin ich mal gespannt. Also habe ich jetzt nicht gesehen in der Auswahl. So viel gab es auch gar nicht. Aber da vorne sehen wir ihn, glaube ich, schon. Einmal das Auftragsangebot. Der Frachtmarkt müsste ja noch da sein. Genau. Das ist der hier. Dann gibt es auch ganz normale Sachen. Aber ist mir was ist egal, wo der hingeht. Hauptsache, wir haben so einen Double Trailer, damit wir den auch mal sehen. Da vorne steht er auch schon. Einmal abgeholt und dann fahren wir gerade mal ein paar Meter. Jodele, einmal vorsichtig rum. Und ich muss ehrlich sagen, SES gewährt einem ja immer echt sehr viele Einblicke in die Entwicklung und ich weiß nicht, ich muss selber dazu sagen, so geht es euch wahrscheinlich auch. ATS zu Release, boah, mega geil, super hier, da, boah, werde ich ewig viel Spaß dran haben, nie wieder ATS spielen. Und irgendwie durch halt diesen geringen geringen Umfang, den es eben am Anfang gehabt hat, muss ich auch selber dazu sagen, ach cool, das dreht sich sogar im Spiel, hab das gesehen, ist so die Spielemotivation, ja, hat nachgelassen, ne? Kann man nicht anders sagen. Alles andere wäre eine Lüge. Und ja, fahren wir gerade mal vielleicht ein Meterchen los. Vielleicht mal von der Innenseite oder so. Ja, das wird dann nachher, glaube ich, ganz witzig zum Einparken. Aber wenn man sich mal anschaut, was da alles in die Entwicklung einfließt, diese ganzen neuen Raststätten. Also ich schaue ab und an mal ganz gerne auf diesen SES-Blog. Und da steht eben auch immer wieder, oh, wir machen neue, komplett neue Raststätten, die dann immer individuell sind und sowas. Und diese riesen Autobahnkreuze, das finde ich, sieht immer richtig, richtig geil aus. Bekommt immer wieder Lust und das hat mich jetzt auch gerade mal gepackt, ne? Verhalten sich echt interessant. Also wie ich damit später einparken soll, ist mir... Ist mir aktuell leider noch ein Rätsel, aber gut. Geht bestimmt irgendwie. Kriegen wir wahrscheinlich eh nicht diese Folge hin, aber gut. Ja, schick, schick.
Also da ist es eben vorne dran gekuppelt und ja, ne, also ich bin gerade außerhalb vom Bildschirm. Aber das Grund tun wir trotzdem so. Da fahren wir gerade um die Linkskurve auch nochmal von außen. Draußen ist aber gut laut, gell? Aber wir haben viele kleine Gänge, das heißt, sie kriegt da eigentlich ganz gut weggeschaltet hier. Also ich find's cool, mir gefällt's. So, steigen wir doch gerade mal wieder vorne ein. Ansonsten gucken wir ab und an mal ein bisschen raus und gucken wir ein bisschen auf die Aufnahmezeit. Je nachdem, wir haben es ja auf jeden Fall recht weit. Also das andere können wir nicht sagen. Links dürfen wir nicht, geradeaus dürfen wir aber. Ne, ihr People da draußen. Also ich finde so landschaftstechnisch macht das einfach mega was her. Das ist... Bin echt jedes Mal begeistert. Finde ich echt cool. Findet man eigentlich viel zu selten hier, aber gut. Deswegen nehme ich gerade mal wieder ein paar Folgen auf, einfach weil ich Lust drauf habe, ne? Kann man ein bisschen gemütlich fahren. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir geladen haben, wie viel das ist und wohin wir fahren. Also wir fahren Fracht, Möbel, ganz viele, in Pfund, nach Fresno, zum Walbert. Okay, nächste Pause in 5 Stunden. Ich hoffe mal, dass wir die irgendwie... Ja, danke auch für die lange Ampelphase. Ich beeile mich gerade mal. So, und ansonsten gab es ja auch wieder parallel ATS und ETS Updates. Heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, seine Automatikschaltung, die ist ja generell schon eine Weile lang so konfiguriert, dass wenn man eben lang auf dem Gas bleibt, dass die dann eben lernfähig ist und dann selber automatisch ein bisschen höher dreht. Das habe ich jetzt sogar noch ausgeschaltet, weil ich das gerade frisch installiert habe. Und ja, ne? Das gibt es, und zusätzlich dazu gibt es allerdings auch noch eine Leistungseinstellung, weil bei den meisten Trucks in der Realität lässt sich auch einstellen, ob sich die Automatikschaltung eben im Eco-Modus oder sowas befinden soll, wo das dann eben so ist, dass man... Ach, ich darf ja abbiegen, stimmt. Wenn da kein No-Turn on Red ist, darf ich ja mal wieder fahren. Ist ja Amerika, ne? Darfst du ja abbiegen. So, Dille. Und heißt dann einfach, dass er früher schaltet und so weiter und so fort. Ist, finde ich, ganz cool. Gibt es eben Normal, Eco und Leistungsmodus. Wahrscheinlich wird jedes halbwegs ökonomisch und ökologisch denkende Unternehmen wahrscheinlich auf den Eco-Modus umsteigen. Aber ja, ne, für den Simulator-Ziel kann man sich da auch, denke ich mal, so ein bisschen selber dran ausspielen. So, was ist hier? Das ist jetzt die Auffahrt, gell? Ja. Ist erst ein bisschen anders gemacht als in unseren Breiten hier. Aber gut, so San Diego, San Francisco, da geht's überall hin, das ist natürlich schön. Das freut's mir auch alles. Würde für so 55 hier fahren, naja, das kriegen wir hin. Das sind ja alles Meilen pro Stunde. Da können wir doch gerade mal einen Blick nach draußen wagen hier, so. Auf das Einparken bin ich jetzt echt gespannt. Also, ist er wahrscheinlich, Problem ist ja. Naja, wobei, das dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Oh, bisschen rüber hier. Weil das Ding da vorne wahrscheinlich, darf ich da mal? Dankeschön. Weil das Ding vorne wahrscheinlich recht statisch montiert ist. Ist am meisten so vorne recht statisch montiert drauf. Jo, recht. Und hinten da noch ein bisschen beweglich. Ach, ich guck einfach mal, ne? Weniger mutmaßen, mehr ausprobieren später. Vielleicht ein bisschen gemütlicher, gell? Ja, sind E40 hier. Also generell haben wir, finde ich, recht viele Updates verpasst. Und ich finde es halt interessant, wie viel SCS trotzdem ja noch auch parallel noch am ATS weiterarbeitet. Obwohl gefühlt halt eben wirklich dieser Hype, der halt am Anfang da war, der ist ja, finde ich, nach einer kurzen Zeit so komplett untergegangen. So, ich habe zu spät gemerkt, dass ich da rüber muss. Danke. Ja, der muss auch rüber, genau. So, wo müssen wir denn hin? Das ist beides abbiegen, gell? Jupp, exakt, da dürfen wir nicht hin. Und das SES trotzdem sagt, okay, das ist unser Produkt. Da haben wir jetzt Arbeit reingesteckt und es wird noch weiterentwickelt. Klar, du hast halt alles, was jetzt die Engine angeht oder sowas. Oder was so Features angeht wie Trailer, neuer Kuppelmodus und so weiter. Das kannst du alles parallel auf beide Spiele... Achso, da geht es wahrscheinlich gleich wieder ab. Das kannst du natürlich parallel auf beide Spiele draufmappen, weil das eben die gleiche Engine ist. Aber... Ja, finde ich trotzdem cool, dass er kräftig weiterentwickelt wird. Wir fahren mal ein bisschen gemütlicher. Was macht der hier denn? Du musst jetzt aber nicht da ganz rüber.
Kollegen, ey. Was hast du hier? Du hast jetzt hier... Ist das Schwerlast oder ist das normal? Schweißet nicht. Machen wir ein bisschen Truckerrennen hier. Guten Tag. Hallo. So, Elefantenrennen nebeneinander. Geht's dir gut? Ja, bestimmt. Bei Harry ist immer ein guter. Wobei, die heißt ja bestimmt nicht Harry. Ja, weiß ich nicht. So, das ist auf jeden Fall unsere Kabine. Ich habe mal wieder die Schlafkabine ausgewählt, weil... Na, wenn schon Premium, dann richtig. Und ich finde den älteren Truck hier eigentlich einer der coolsten. Von dem her fahren wir den eigentlich jetzt, ne? Aber auch nicht hoch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da können wir auch irgendwann mal hier... Irgendwann. Oder geht die wieder weg, die Spur? Ich weiß es nicht. Ja, nee, die geht wahrscheinlich weg. Na gut, dann bleiben wir da auf der Mitte. Jetzt fahren wir halt relativ viel Autobahn hier, aber gut. So ist es halt. Ich wäre jetzt auch gerne mal wieder in das neueste der Bundesländer rübergefahren. Rüber nach Nevada ist das, glaube ich. Allerdings, ja, gab es da gerade keine Fracht hin. Ne? Da sind nämlich auch mit dem Update ein paar Verbesserungen aufgetreten. Ja, ansonsten ein bisschen Fixes und sowas. Also das ist alles, ne? Gehen wir doch gerade mal da wieder rüber, wenn da Platz ist, ne? Kannst du nämlich auch darüber, Kollege. Ja, der arbeitet ganz gut hier. Ach, schön. Doch, aber gefällt mir. Finde ich gut. Hui, was haben wir jetzt hier? Achtung. Trucker Lane. Ja, der may are slow vehicles. Ja, das heißt nicht vehicles, das spricht man anders, ja. Warum fährt der links eigentlich hier auf der Truckerspur? Ich weiß es nicht, schon da links da. Gut, der hat ja nur ein... Hat ja nur eine Zugmaschine. Oi, da vorne hat aber ganz schön zu kämpfen. Ja, was haben wir gehabt? Wir hatten ja irgendwie 35.000 Pfund, was ja dann durch 2, oh, 35 durch 2, 17,5 ungefähr. Was hat er denn da? Ach, der Arme, soll ich ihm helfen? Nee. Oh je, der qualmt aber ordentlich, der Arme. Das tut mir voll leid. Steve Guards, ein... Okay, cool. Hier war ich aber auch noch nie. Von dem her haben wir ein bisschen was Neues erfasst hier. Jetzt ist er auch schön. Das mit der Truckspur, das habe ich echt noch nicht gesehen hier. Also da kreuzen wir wahrscheinlich die Gegenspur oder so. Aber schick, schick. Also ich bin immer wieder gerne hier. Sagt er, er nimmt dann 2 Folgen auf und ist dann wieder weg. Ne, aber ich finde, man merkt auch echt schon, dass das, dass die... Oh, jetzt geht's steil bergab. Ja, wow. Heißt ja, wir können die Bremse überhitzen. Yay. Was wollte ich jetzt erzählen? Genau. Beleuchtung eben, finde ich, sieht realistisch aus. Damals sah es auch ganz geil aus. So, Truckspur, gell? Truckramp, ja, bin ich ja. Only, was? Runway, Vehicle, only, oh. Ach nee, warte mal, oh. Ach stimmt, das sind diese Brems... Ah, jetzt weiß ich genau, was das ist. Das ist nämlich diese, sind diese Berghochabfahrt, wenn die Bremse nicht mehr funktioniert. Haha. Runway, ja, okay, gut, jetzt kann man sich das langsam erklären. Wenn es lang steil bergab geht und früher war ja noch nicht so viel mit Dauerbremse und Retarder und so, da ist dann gerne mal bergab die Bremse überhitzt. Und ja, ne, dann hast du dann sowas gerne mal gebraucht. Heutzutage in Zeiten von Retardern ist das nicht mehr so wichtig. Man meint eigentlich gar nicht mehr wichtig, weil kannst ja bergunter eigentlich wunderbar mit Retarder bremsen, das heißt... Kannst du dir sparen, wenn der eben stark genug ist und dann ist sowas mehr oder weniger obsolet jetzt, aber jetzt haben wir es mal, ja, rausgefunden. So, jetzt haben wir noch das eine oder andere Minütchen, dann erzähle ich doch nochmal ganz kurz was. Ja, ich bin so spurtechnisch heute ein bisschen neben der Spur. Und zwar folgendermaßen, das Ganze hier ist ja eben die Public Beta. Also ein Vorschau auf das, was eben in den nächsten Updates kommt. Heißt, es ist eben noch keine finale Version und sie wird eben nicht automatisch aufgespielt. Das heißt, ihr müsst in Steam, wenn ihr auf das jeweilige Spiel rechts klickt, da könnt ihr dann eben auswählen, euch für eine Beta eintragen. Hier müsst ihr euch aber für die Public Beta eintragen. Die hat auch eine wesentlich niedrigere Versionsnummer als die, die ihr wahrscheinlich installiert habt. Allerdings hat sich da ETS so ein bisschen... ja, angepasst, eingegliedert in das andere Nummerierungssystem. Ist es irgendwie 1.28 oder sowas in der Art. Auf jeden Fall, ja, ne,
komische andere Versionsnummer. Hört sich erstmal tiefer an, aber ist auf jeden Fall diese aktuelle Beta hier, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit das jetzt noch ist. Was sagt denn das hier? Also in 2 Stunden müssen wir Pause machen, in 3 Stunden sind wir da. Boah, schwierig, ne? Aber kriegen wir die Folge auf jeden Fall nicht mehr hin. Das heißt eigentlich, ich würde mich ganz gerne mal irgendwo hinstellen. Heißt, dann können wir doch da oben vielleicht mal. Oh, ich sehe da nicht so viel. Weil die Schnauze macht aber ordentlich hier was. Macht ordentlich Probleme, ne? So, dann gucken wir mal, ob da frei ist. Da ist frei. So, und dann geht's einmal da links rein und dann machen wir da einmal Pause hier an der Firma, ne? Die. Oh, ich komme da nicht rüber. Ach, dankeschön. Ihr seid ja nett. Dankeschön. So, wir stellen uns gerade mal hier irgendwie so cool da rein. Oh, da kann ich sogar ein Thumbnail draus machen. Oh, mega. Josh, das hast du jetzt echt gut gemacht. Ja, ich bin sehr stolz auf mich. können wir sogar in den Fotomodus gehen? Komm, Fotomodus. Fotomodus. Das ist natürlich auch cool, aber von hier aus sieht man dann eben das, was die Folge gezeigt werden, was in der Folge gezeigt werden soll, und zwar hier einmal die Double-Auflieger. Ich würde sagen, das war es von mir an der Stelle. Machen wir mal hier Klick. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.